Die Börsen eilen von Rekord zu Rekord, sowohl an der Wall Street als auch hier in Deutschland. Gefragt sind vor allen Dingen Small- und Mid-Caps. Und genau darüber wollen wir sprechen mit Pascal Selin-Kadix von Lupus Alpha. Danke für Ihre Zeit hier bei Honorarberater TV. Ja, wieso waren denn vor allen Dingen kleine und mittlere Werte in der Vergangenheit oft besser unterwegs, erfolgreicher als die Standardwerte? Welche Vorzüge haben diese Werte gegenüber den sogenannten Blue Chips? Also genau, das ist tatsächlich so, dass gerade in den letzten Jahren die Small- und Mid-Caps deutlich besser gelaufen sind als die großen. Seit der Jahrtausendwende, wenn wir uns den Zeitraum anschauen, in den letzten 17 Jahren, also davon haben in 14 Jahren performancemäßig die Small- und Mid-Caps die Nase vorn gehabt und das bei einer empirisch nachgewiesenen geringeren Volatilität. Die Gründe sind sehr vielfältig. Zum einen haben wir eine sehr große Geldschwemme hier gesehen in die Small- und Mid-Cap-Märkte. Das hat ihnen natürlich in die Karten gespielt. Zum anderen haben Small- und Mid-Cap-Unternehmen ein deutlich höheres Wachstumspotenzial. Sie befinden sich häufig in der Wachstumsphase innerhalb ihres Unternehmenszyklus. Sie haben innovative Ideen, sie haben Produkte, sie haben Dienstleistungen und mit denen besetzen sie bestimmte Nischen und können so enorm wachsen. Außerdem haben sie natürlich auch eine geringere Basis als ein Blue Chip. Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 50 Millionen oder 100 Millionen kann sich viel schneller vervielfachen als ein großer Tanker wie zum Beispiel ein Siemens, die eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden haben. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Die kleineren Unternehmen sind häufig Übernahmekandidaten, beliebte Übernahmekandidaten. Wir sehen hier verstärkt M&A-Aktivitäten. Und was unsere Fondsmanager auch immer wieder von ihren Unternehmensbesuchen berichten, ist das Thema Corporate Governance. Hier Stichwort Familienunternehmen. Diese Unternehmen werden viel wendiger, viel flexibler gemanagt und das deutlich weniger politisch. Wir reden ja faktisch über Hidden Champions, die auch vorwiegend im Small- und Mid-Cap-Bereich unterwegs sind. Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, naja, aber genau in diesem Segment sind die Schwankungen, wenn es mal turbulent an den Märkten zugeht, relativ groß. Was sagen Sie dazu? Also wenn man jetzt die Risiken gleich mit Volatilität setzt, dann war das ja in den letzten Jahren eben nicht der Fall, wie ich sagte. Also die Volatilität war tatsächlich geringer bei den kleineren Unternehmen als bei den großen. Liegt unter anderem auch an den Derivatemärkten. Also die Kleinen sind da eher unter dem Radar, während es eine gigantische Derivatelandschaft um die großen Unternehmen eben gibt. Und in Phasen einer Marktkorrektur, da hauen natürlich alle auf Shorten den DAX und hauen auf die Großen drauf. Da sind die Kleinen erstmal nicht betroffen und sind daher erstmal weniger volatil. Was natürlich nicht heißen soll, dass es die nicht auch mal treffen kann, denn je stärker die Marktkorrektur eben ist, irgendwann trifft es dann eben auch die zweite und die dritte Reihe. Wie wählen Sie bei Lupus Alpha die Einzelwerte in diesem Small- und Mid-Cap-Bereich aus? Gibt es da einen bestimmten Anlagestil? Ja, also wir sind absolute Stockpicker. Wir schauen uns wirklich die einzelnen Unternehmen an. Wenn Sie jetzt sagen Anlagestil, dann denkt man automatisch erstmal an Value oder Growth oder Blend. Das machen wir nicht. Also wir schauen erstmal nicht darauf, ob das Unternehmen ein Growth oder ein Value-Titel ist, sondern wir gucken uns die Unternehmenszahlen an, wir machen Unternehmensanalysen, wir sprechen mit dem Management, wir sprechen mit den Zulieferern, mit den Abnehmern, mit den Mitbewerbern. Also wir schauen uns das ganze Umfeld an und treffen auf Basis eben unserer eigenen Bewertung auch dann eine Kauf- oder Nicht-Kaufentscheidung. Gibt es dabei dann regionale Besonderheiten? Also welche Länder spielen bei der Auswahl dieser Werte für Sie eine große Rolle? Also der Small- und Mid-Cap-Markt, also eben in Europa, ist sehr heterogen. Es gibt da Länder, da gibt es sehr wenig oder sehen wir sehr wenig Chancen oder Opportunitäten in dem Bereich. Da gibt es Länder wie zum Beispiel Großbritannien. Das ist ein sehr großer Small- und Mid-Cap-Markt. Das ist einfach, die haben einfach eine ganz andere Börsenkultur dort und das ist über die Jahre gewachsen. Und trotz Brexit im Übrigen sind ja Land und Leute nicht verschwunden. Also die haben ja auch weiterhin noch ihre Unternehmen dort, die auch gut laufen. Wir glauben auch tatsächlich an Besonderheiten innerhalb der einzelnen Länder. Darum haben wir auch zu jedem Land nochmal einen Landesspezialisten, der sich mit den dortigen Gegebenheiten auskennt. Zum Beispiel Frankreich, das ist ganz wichtig, dass sie sich dort mit der Gewerkschaft auskennen, um da wirklich ein Unternehmen gut bewerten zu können. Für welche
Anlegertypen sind denn die Lupus Alpha Nebenwertefonds geeignet? Eigentlich sind unsere Small- und Mid-Cap-Fonds für alle Anleger geeignet, die gerne in Aktien investieren möchten, die da breit diversifizieren möchten, also deswegen auch einen Aktienfonds kaufen und die natürlich die Chancen, aber auch Risiken des Aktienmarktes kennen. Small- und Mid-Caps im Gespräch mit Pascal Selinkadix von Lupus Alpha. Dankeschön fürs Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.